Herzlich willkommen auf dem Weingut Pircher zum 1. Mai. Dieses Jahr in einer speziellen Form. Da ihr das Jahr leider nicht vorbeikommen könnt, um unsere Wein zu probieren, stellen wir euch jetzt eine kleine Auswahl vor. Ihr könnt nachher das Degu-Paket zu euch heimstellen und dort in Ruhe degustieren. Der erste Wein, den wir euch vorstellen, ist der Reuschling. Das ist eine alte, autochthone Sorte, die eigentlich weltweit nur noch auf ca. 25 Hektaren angebaut wird. Das ist eine wahre Rarität. Wir bauen den Wein ausbauen in zum Teil 500 Liter Fässer und zum Teil im Stahltank. Von den Aromen her ist er eigentlich recht vielschichtig. Er hat Noten von Akazienblüten, auch wenn er älter wird, ein bisschen Richtung Honig, Lindenblüten. Er ist sehr elegant, ist ganz trocken ausgebaut, das hat gar keine Restsüße. Eignet sich daher hervorragend als Aperol-Wein und passt da sehr gut zu unseren einheimischen Süßwasserfischen. Der nächste Wein, den wir euch präsentieren wollen, ist der Riesling. Die Trauben für den Wein wachsen in unseren heissesten und steilsten Lagen im Rutsch. Der Riesling hat von Natur aus eine sehr knackige Säure, die man mit ein bisschen Restsüße ausbalancieren. Dadurch entsteht dann das spezielle Süße-Säure-Spiel, das sehr bekannt ist für die Sorte. Aromatisch erinnert der Riesling an Äpfel und Birnen. Je länger er reift, kommen dann auch ein bisschen Noten von weißen Pfirsich, Aprikose und Tee dazu. Und im Alter entwickelt er gerne auch mineralische Noten. Der lange Abgang ist prägt von der Frische mit einer feinen Herbe und erinnere mich persönlich immer an das Aroma von Zitronenschalen. Der Wein hat einen hervorragenden Trinkfluss und passt durch das ausgezeichnet zu einem Apéro. Er ist aber ein sehr guter Begleiter zu allen Arten von Meeresfrüchten oder weißem Fleisch. Besonders dann, wenn euer Gericht ein bisschen Süße oder Schärfe beinhaltet. Der dritte Wein, den wir euch vorstellen, ist der Pinot Noir. Das ist bei uns die Hauptsorte auf dem Betrieb. Rund 60% der Fläche ist bestockt mit dem Pinot. Wir machen vier verschiedene Weine. Der, den ich euch vorstelle, ist der Pinot Noir, also der Barrique ausgebaute. Die Lage, wo wir ihn pflegen, ist sehr steil. Es ist zum Teil also ein sehr alte Rebstück, zum Teil über 60-jährige schon. Wir haben sehr kleine Erträge, damit wir gute Fülle, gute Struktur bekommen. Die Kälterung des Pinot Noir machen wir in Romstallstanden, zum Teil auch in Holzstanden. Wir stößeln noch von Hand, um die Durchmischung der Maischen zu gewährleisten, damit wir eine gute Extraktion vom Farbstoff und vom Gerbstoff haben. Wir machen eine sehr lange Maischenstandzeit. Also die Gärung mit der Standzeit zusammen dauert zum Teil bis fast einen Monat, damit wir wirklich eine gute Struktur und eine gute Farbe bekommen. Wir bauen ihn 18 Monate im Barrique ausbauen. Von den Aromen her ist er eigentlich geprägt von der Beerigkeit. Also er ist rot, blaubeerig, schwarzbeerig. Dann hat er je nach Jahr auch ein bisschen Zwetschgenkompott-Einfluss. Vom Holzfass kommen ein bisschen Vanillaromen dazu. Im Gaumen ist er sehr ausgewogen, sehr fein. Relativ lang anhalten und eigentlich ein ausgezeichneter Essensbegleiter, vor allem zu rotem Fleisch und natürlich zu unserem Zürichgeschnetzeltem. Und wenn jemand etwas Besonderes will, dann kann man auch gut schwarze Schocke dazu nehmen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Wein zu probieren, dürft ihr eure Bestellung gerne auf unserer Homepage aufgeben. Ihr dürft natürlich auch euer ganz persönliches Degu-Paket zusammenstellen. Und bis Ende Mai werden wir euch die Wein aber eine Bestellung von 6 Flaschen gratis zu euch heimliefern. Wir wünschen euch schon jetzt viel Freude mit unseren Wein und hoffen, euch schon bald wieder live auf unserem Weingut Zeglisau zu begrüßen.